Sie sind hier, 16. November 2018, 15.37 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Martin Keimer L. und Maximilian Kiefer bilden beim Weltcup ein Team Urheberrecht Getty Images. Martin Keimer bildet bei der Team WM in Melbourne zum ersten Mal ein Duo mit Maximilian Kiefer. Die Deutschen peilen den Sieg an. Martin Keimer geht beim Weltcup erstmals mit seinem rheinischen Kollegen Maximilian Kiefer an den Start. Dies teilte die PGA of Germany am Freitag mit. Die 59. Austragung der offiziellen Teamweltmeisterschaft findet vom 22. bis 25. November erneut in Melbourne statt. Dort hatten zuletzt 2016 die Dänen Søren Kjetzen und Torbjørn Olesen triumphiert. Kiefer war zuletzt 2013 gemeinsam mit Marcel Siem angetreten. Keimers letzter Einsatz war 2011 an der Seite von Alex Zeka. Dort hatte der ehemalige Weltranglistenerste an der Seite des gebürtigen Tschechen mit Platz 2 sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. Obwohl das deutsche Duo nicht zum Favoritenkreis gehört, gab Keimer ein hohes Ziel aus. Die Taktik steht, Angriff und nach vorne. Wir gehen da nicht mit 80% an den Start, denn dann brauchen wir gar nicht erst anzutreten. Wir sind da, um das Ding zu gewinnen. In der Geschichte des seit 1953 ausgetragenen Weltcups gab es bislang zwei deutsche Triumphe. 1990 holten Bernhard Langer, Anhausen und Thorsten Gideon, Hamburg in Orlando, Florida die Siegertrophäe, 2006 setzte sich Langer auf Barbados an der Seite von Marcel Siem durch. Punkt. Jetzt die Sport 1 App herunterladen, von Sportinformationsdienst.